Ich bin Rolf Schreiter, ich bin der Serviceleiter für die beiden Blauner Standorte, für den Volkswagen-Betrieb in der Moorstraße und für den Audi-Betrieb in der Böhlerstraße. Bin seit 2008 mit dabei, habe irgendwann mal als Servicetechniker angefangen, dann weiter als Werkstattleiter, vom Werkstattleiter zum Serviceberater, vom Serviceberater zum Serviceleiter und seit Anfang dieses Jahres bin ich Prokurist. Meine Tätigkeit ist alles, was das Servicegeschäft angeht, sämtliche Fragen, Thema Reparaturen, Werkstatt. Ja, wenn wir verkaufte Fahrzeuge haben, angekaufte Fahrzeuge zu dem Thema, was wir dort instand setzen. Wir sind in Blauen, ca. hier am Standort 75 Mitarbeiter mit eigener Lackiererei, eigener Karosseriewerkstatt und natürlich einer großen Werkstatt für die Mechanik. Also hier am Standort haben wir drei Handwerksberufe, die zu erlernen sind, wo wir in jeder Abteilung Auszubildende haben. Das ist ganz klassisch der Kfz-Mechatroniker. Da sind dann meistens 2 bis 3 Azubis pro Lehrjahr, die eingestellt werden. Dort können die kleinen Helden dann mit reinschnuppern, da werden wir was vorbereiten. Das Thema Fahrzeuglackierer haben wir einen Azubi in Ausbildung, auch dort werden wir was vorbereiten. Und ganz klassisch dann noch der Karosseriebauer bzw. Karosseriemechaniker. Da haben wir auch einen Azubi seit diesem Jahr, das erste Mal, erstmalig in Ausbildung, einfach um das Thema ja, Nachfolge und Fachkräftemangel im Griff zu bekommen. Das ist mittlerweile das Herzstück von der Personalakquise. Das heißt, Ausbildung versuchen wir schon frühzeitig. Das heißt, die Kollegen, die jetzt im Februar auslernen, wenn die Bock drauf haben, bekommen die jetzt schon einen Arbeitsvertrag und können, wir bekennen uns da zu unseren Azubis. Wir bilden für uns aus, nicht für andere. Das ist ein fortlaufender Prozess und auch das Thema Weiterbildung wird stetig gespielt, da unser Produkt so komplex ist und wir so einen hohen Anspruch haben, beziehungsweise unser Hersteller bleibt das gar nicht aus. Der klassische Azubi, der ist einem Facharbeiter zugeteilt, die bilden quasi ein Team. Dort muss sich der eine auf den anderen verlassen können, der wird dort wirklich am Produkt ausgebildet. Wir legen da ganz großen Wert drauf, dass die Azubis möglichst viel während der Ausbildung mitnehmen können und nicht für klassische Hilfstätigkeiten verheizt werden, sondern es muss wirklich, ja, das, was auf dem Lehrplan steht, soll auch abgehandelt werden, dass dann ab dem 3. und 4. Lehrjahr auch kleinere Reparaturen in Eigenregie durchgeführt werden können. Ja, das ist im Bereich Kfz-Mechatroniker natürlich grundsätzlich handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, logisches Denken, gerade im Bereich Fahrzeugelektrik, Fahrzeugsysteme. Dort muss man Zusammenhänge erkennen und Fehlerbilder eingrenzen können. Ganz wichtig beim Fahrzeuglackierer und auch beim Karosseriebauer ist mindestens 50% Talent. Also da braucht man dann doch schon unheimliches Talent, quasi eine Lackierung nach Herstellervorschrift hinzubekommen. Das die Hälfte kann man erlernen, aber das muss einem ein Stück weit in die Wiege gelegt werden. Ja, ich wünsche mir für den Betrieb, dass die Azubis, die wir in Ausbildung haben und die Kollegen, die wir da haben, dass die Bock auf die Arbeit haben, dass die das gut finden, was wir machen, wie wir es machen. Der Mitarbeiter und der Azubi ist für mich das höchste Gut, weil wenn ich keine Mitarbeiter habe oder ausbilde, dann kann ich auch die Aufträge für unsere Kunden nicht erledigen. Und perspektivisch im Handwerk wird der das Geschäft machen, der die Leute hat.